Natürlich ist es allgemein so, dass wenn ich einen Fuchs erschießen muss oder einen Menschen erschießen muss, dann muss der Fuchs dran glauben. Kosmetikfirmen testen ja ihre Produkte an Tieren. Wenn du eine Creme kaufst oder ein Aftershave kaufst, achtest du darauf, dass das nicht an Tieren getestet wurde? Also sobald man das herausfinden kann, achte ich natürlich schon darauf. Ist ja oft auch ganz gut versteckt und nicht so leicht zu entdecken. Man muss sich darum kümmern, sicher zu gehen, dass man nichts Falsches kauft. Was ist verwerflich daran, diese Tests durchzuführen? Ich glaube, allgemein gilt, dass es verwerflich ist, leidensfähiges, bewusstes Leben unnötig zu quälen. Das ist erstmal die allgemeine Regel. Gibt es denn eine nötige Qual? Letztlich gibt es die natürlich nicht. Also ich glaube, so eine der Grundregeln aller Ethik ist, dass wir verstehen, dass Leiden ein Übel ist, das es um fast jeden Preis zu vermeiden gilt. Zumindest, wenn wir es anderen zufügen. Wenn wir jetzt mal nicht über Kosmetik reden, also wo es um die Schönheit geht, vielleicht etwas, was man nicht so unbedingt braucht, sondern über Medizin. Medikamente werden ja auch an Tieren getestet. Ist es da nötiges Leiden oder zu rechtfertigendes Leiden? Es gibt da natürlich auch immer ganz verschiedene Modelle, also je nachdem, an welchen Tieren man was testet und ob man die irgendwie unnötig leiden lässt, unter welchen Bedingungen und so weiter. Da müssen wir natürlich sehr, sehr viel herausfinden. Was man aber, glaube ich, machen sollte, sollte ein allgemeines Prinzip auch der medizinischen Forschung sein, dass wir versuchen, Medikamente zu entwickeln, ohne die an Tieren qualvoll testen zu müssen. Aber warum? Man kann doch sagen, ein Tier leidet, okay, aber das nehme ich in Kauf, wenn dadurch Menschenleben gerettet werden. Oder ist das das Gleiche? Na, natürlich ist es allgemein so, dass wenn ich einen Fuchs erschießen muss oder einen Menschen erschießen muss, dann muss der Fuchs dran glauben. Das ist, glaube ich, auch ein allgemeines Prinzip, weil wir gute Gründe dafür haben zu glauben, dass menschliches Leben in gewissem Sinne noch mal höher steht moralisch. Das heißt aber jetzt wiederum nicht, dass wir wild auf die Tiere los dürfen. Auch da gibt es natürlich Grenzen. Also man darf nicht daraus schließen, dass Menschen in gewisser Weise moralisch wichtiger sind für Menschen als Tiere, dass Tiere deswegen keinen moralischen Wert haben. Würdest du ganz allgemein sagen, wir gehen zu leichtfertig mit Tierleben um, wenn es der Wirtschaft dient? Ich glaube ganz unbedingt, dass wir das tun. Wir achten gar nicht darauf, weil wir das natürlich auch einfach alltäglich nicht sehen. Wenn wir alltäglich sehen würden, welches Leid wir anderen Lebewesen zufügen, würde unser Kaufverhalten sich, glaube ich, sofort ändern.